zusammen. Ich begrüße euch heute auf meinem Kanal, Markus Brüschel, der Kölsche Schatzsucher, und ihr seid heute wieder mit dabei bei einer neuen Suche mit mir und mit Daniel. Daniel ist hinten auf dem Acker. Wir sind wieder mal auf der Suche nach römischen Hinterlassenschaften. Ja, letzte Woche hatte ich ja schon ein Video gedreht, diese Woche wieder eins. Pino ist diesmal nicht dabei, der muss bei den Kindern bleiben. Ja, vorab ein Dank an meinen Sponsor Jochen Reifenrath von www.abenteuer-schatzsuche.de für meine Ausrüstung. Ja, ich bin wieder mit dem Deus 2 unterwegs, mit der 22,5 Spule, und ich habe mein Ackerprogramm drauf. So, zu den Einstellungen kann ich euch sagen, die sind dieselben fast wie in der letzten Woche. Die Ground Balance, die habe ich jetzt hier auf 82. Ja, ich fange einfach mal die Suche an und melde mich gleich mit dem ersten Fund bei euch. Bis dann, ciao. So, da bin ich schon. Ungefähr 3 Meter quer gegangen nach der Anmoderation. Das erste 84er Signal. Ihr seid mit dabei. Der Deus, der läuft ziemlich ruhig hier. Am Anfang hatte ich schon gedacht, das Gerät ist kaputt. Also den Sens, den habe ich jetzt hier auf 96. Den Bodenfilter auf 1 und wirklich ohne jegliche Störungen läuft der. Ja. Aber ich glaube, ich sehe schon, es wird entweder eine Geschossspitze sein oder irgendwas anderes. Ah, ne, es ist eine Patronenhülse. So, das war mein erstes Signal, eine Patronenhülse. Ja, leider ist das so im Sucherleben. Man findet auch diese Dinge. Ja. Ich melde mich dann nachher wieder mit dem nächsten Fund bei euch. Also bis gleich dann. Tschüss. So, wir kommen zu meinem zweiten Signal. Es ist ein 72, 74, also im 70er Bereich. Eigentlich würde ich jetzt sagen, es könnte ein Volli-Signal sein. So, draußen ist es. In der Wurzel. Hoffen wir, dass das auch ein Volli ist. Na? Na? Nein, ist es nicht. Wird ein Stück Blei sein. Ja. Also eine ganz kleine Bleikugel, glaube ich mal, oder? Das hat ein kleines Patrötchen. Nein, es ist ein Zündhütchen. Also man kann das hier sehen, vorne ist, man sieht wie so eine kleine Bohrung, das wird ein Zündhütchen sein von einer großen Patrone. Also größer als BMG, denke ich mir mal. Ja, okay, dann sehen wir uns nachher beim nächsten Signal wieder. Also bis gleich. So, hier haben wir das dritte Signal, ungefähr 10 Meter weiter, ein 60er. Ziemlich stabil, laut. Ein bisschen weiter hier zum Rand hin. Ja, draußen ist es. So, was haben wir jetzt? 58. Also in dem Knubbel hier, neben dem Knubbel, noch kleiner. Also hier, und was haben wir hier? Na, bevor ich weg tue, gucken wir es mal richtig an. Ja, ich glaube, das ist ein Stück Blei. Das könnte ein Stück Blei sein. Ich hatte gerade was anderes im Kopf, das kann ich euch sagen. Das sah aus wie ein Bruchstück von der keltischen Butinmünze von hinten. So, es gibt ja die Eberbutinmünzen, die im hessischen Raum sehr oft gefunden werden.
aber das ist nur ein Stück Blei. Okay, dann sehen wir uns gleich beim nächsten Fund wieder. Bis dann. Wieder ein Signal, diesmal ein 85er. Ziemlich konstant. Sehr sauber. Und ich denke mal, das liegt auch nicht tief. Ich denke, das wird jetzt schon in dem mit dabei sein. Ja, so ist es auch. Es wird wohl hier in dem oberen Bereich liegen, hier in dem Teil. Machen wir mal gucken. Es schimmert Bronze raus, aber es wird garantiert ein Stück vom Granatsplitter sein. Ja, und so ist es. Ein Teil vom Führungsring. Ja, so sieht man es. Es ist wirklich sehr harte Arbeit, hier was zu finden. Okay, dann bis zum nächsten Signal. Da bin ich wieder mit dem nächsten Signal. Ein 54er Signal ist es. Manchmal springt es auf 52 hoch. So. Wird auch nicht sehr tief sein, wird ein kleines Teil sein. So, wieder in dem Haufen da. Ja, haben wir. Ja, wo ist das? Ist es so klein? Na? Ne, das ist mein Spaten. Na, wo ist es? Sollen wir ausmachen? Also hier im oberen Teil. Okay, da habe ich. Ah, okay. Das könnte jetzt mal was sein. Ja, okay. Also ich würde jetzt mal behaupten, ich weiß, was es ist. Das ist die obere Handhabe einer römischen Schnellwaage. Also ihr seht das, hier ist die Handhabe. Also hier das Teil und hier unten waren die zwei Waagbalken oder der eine Waagbalken drin. Ja, ich würde behaupten, das ist ein Teil von der Schnellwaage. Ja, der Band ist gebrochen. Das ist mein erstes römisches Teil für heute. Okay, ich werde mich gleich mit dem nächsten Signal wieder melden. Bis dann. So, da bin ich schon direkt wieder. Ungefähr da war das mit der Schnellwaage. Und hier ungefähr 1,5 Meter, 2 Meter weiter ein 63er Signal. Sehr konstant, sehr laut, ist auch nicht tief. Wird in den ersten. Ah, und da fällt es auch schon raus. Hier der erste Volley. Also jetzt bin ich hier richtig. Hier liegen auch schon die ersten Ziegel oder was heißt, ich laufe schon öfter, aber hier ist schon die Konzentrierung der Ziegel schon ein bisschen intensiver. Ja, so kann es gehen. Ich hatte nämlich schon zu Anfang gedacht, okay, das wird jetzt heute füllen wieder mit vielen Schrottteilen. Ich hoffe, jetzt ist der Bann gebrochen. So, der erste Volley. Und jetzt halte ich mich hier mal ein bisschen in dem Bereich auf. Mal gucken, was noch so kommt. Okay, dann melde ich mich gleich mit dem nächsten Fund wieder bei euch. Bis dann. So, hier haben wir ein High-Conduct-Signal, wie man es so schön sagt. Ein 99er. Schwankt ein bisschen, geht aber, bleibt im 90er Bereich. Jetzt hoffe ich, da ist auch die richtige Ecke, weil ich jetzt. Ne, das ist weiter vor, also hier in dem Bereich. Wird auch nicht stief sein. So, ist da drin. Was haben wir jetzt draußen? 99. So, 99er Signal. Und ich glaube es nicht, was das 99er Signal hervorgerufen hat. Ist halt schlachhaft. Ich habe noch nie ja, eine Schrothülse von hinten mit dem 99er Signal gefunden. Ja, jetzt wollen wir mal gucken, nicht, dass da noch ein zweites Bein liegt. Nein, es war wirklich die Schrotpatronen.
Heckkappe von hinten. Okay, dann bis zum nächsten Signal. Eine Treckerspur oder eine Kante. Haben wir ein 58-59-50er Signal. Das kann sich natürlich gleich beim Ausgraben noch verändern. Hier ist der Boden nämlich ziemlich fest durch den Trecker. So, draußen ist es. Jetzt ist es weg. Mal gucken. So, da oben muss es Tambo beiliegen, also hier in dem Bereich. Ja, hier ist es schon ein Stück Blei. Oder? Ja, ein Stück Blei. Okay, dann bis zum nächsten. Hier haben wir ein weiteres Signal, 60, 63, 64. Je nach Bewegung, je nach Schwenk, also das heißt von vorne nach der Seite hin, ändern sich die Signale, weil es nicht flach liegt. Ist da schon drin? Ja, ich glaube in dem kleinen Knubbel unten würde es bei sein, hier in diesem. Na? So wie die Euphorie eben angefangen hat, lässt sie lang, oder? Ne, lassen wir jetzt nochmal. Es ist auf jeden Fall rund. Und bitte lass es ein Kelten sein. Es könnte natürlich auch eine Bleiblombe sein, aber dafür mache ich jetzt mal ganz langsam sauber. Ziemlich klein. Okay, wird eine Bleiblombe sein, ja. Eine kleine Saatgutblombe. Ja, eine Saatgutblombe, aber eine kleine. Ja, so kann man sich täuschen, weil hier könnten auch mal Kelten kommen auf der Stelle, wo ich hier bin. Aber wie gesagt, eine Saatgutblombe. Okay, dann bis zum nächsten. Euphorie hat so langsam nachgelassen, also extrem viel Schrott. Aber jetzt habe ich hier wieder ein 76er Signal und bin jetzt mittlerweile zwiegespalten, ob das was ist oder ob das wieder ein Granatsplitter ist. Ich glaube, wir werden auch gleich einen Acker wechseln. Was ist es? Okay, hier oben liegt es bei. Eventuell haben wir nachher auf dem anderen Acker mehr Glück, aber hier schaut es. Okay, ja, das wollte ich mich beschweren. Okay, aber wie gesagt, ein Volli. Gut, ich bin andere Zeiten gewöhnt, also ja, wie gesagt, ich bin zwiegespalten. Jetzt zwei Vollis, ein Stück von der Feinwaage oder Schnellwaage, ja. Okay, mal schauen, wie lange ich noch durchhalte. Ansonsten werde ich mich nachher melden, wenn wir den Acker wechseln. Okay, dann bis gleich. Hier sind wir beim nächsten Signal. Das ist ein 83er, 84er Signal. Also hier. Nicht sehr tief. Rein. Und raus damit. Ich glaube, da liegt es schon oben auf. Und ja, ach, ich weiß, was das ist. Ihr dürft jetzt mal überlegen, ihr seht es nur von der Seite, ich kann es jetzt von vorne sehen. Ja, die Euphorie ist wieder mal groß. Ja, ich wollte ja eigentlich vom Acker weg, aber trotzdem, Entscheidung steht. Wir werden gleich einen anderen Acker machen, aber es ist ein Lilienschlüssel. Ja, oben ein römischer Lilienschlüssel. Ah, ich will jetzt nicht, aber doch, komm. Bleib runter. Ihr könnt das sehen. Ja, schön. Ein schönes Stück, was komplett in dem Sinne ist, ohne Bart, also ohne nur die Handhabe von dem Schlüssel. Aber wieder, das ist wieder ein tolles Stück. Okay, dann sehen wir uns gleich beim nächsten Fund. Bis dahin. So, vorab, wir haben den Acker gewechselt. Ja, und hier bin ich auch schon seit einer halben Stunde drauf. Es kommt nichts. Aber ich habe wie im letzten Video ein Lesefund gemacht. Und ich glaube, es ist Steinzeit. Hier liegt es.
Ich weiß noch nicht, was es ist, aber es ist behauen. Vielleicht ist es, ich weiß nicht, vielleicht was zum Bearbeiten von irgendetwas. Also ein Schleifstein ist es nicht, weil ich glaube, die ganzen Spuren, die gehen, also ist, wie gesagt, geschlagen von den Seiten. Richtig um, als wenn das ein Beil, das könnte auch ein Beil sein oder ein Rohling davon, keine Ahnung. Auf jeden Fall ist es alt. Ja, und es ist ganz. Ein tolles Stück. Ich freue mich darüber mehr als jetzt über die Römer-Sachen, die ich heute gefunden habe. Ja, sieht echt heute mal wieder aus. Aber so ist das Sucherleben halt. Ne? Also nicht jede Suche ist, ja, ich sag mal, von Erfolg gekrönt. Obwohl, ich kann mich heute nicht beklagen mit dem Lilienschlüssel, den zwei Follies und von der Schnellwaage oder von der Waage die Mittelstücke. Aber das hier ist natürlich ein Hammerteil. Ja, okay. Eventuell melde ich mich nachher mit noch einem Detektorenfund oder vielleicht noch einem Lesefund. Aber ja, ich glaube, das wird heute das beste Teil überhaupt sein. Okay, bis zum nächsten Fund. So, ein Suchertag hat wieder sein Ende gefunden. Ja, war heute recht mühsam. Wir sind viel gefahren, also mehr gefahren, als wir gesucht haben. Wir haben versucht, ja, ich sag mal, unbekannte Stellen oder kleine Stellen zu finden, die wir schon lange vorhatten, mal zu begehen. Ja, da waren viele drunter, wo wir gerade eben noch drauf waren, wo eben, ja, außer, ich sag mal, Lesefunde mit Schaben und Ziegeln absolut tote Hose waren. Ja, heute Morgen der erste Acker war eigentlich relativ der beste noch. Da kamen ja ein paar Funde, wie gesagt, zwei Follies, die zeige ich euch gleich und so ein paar andere Teile. Ja, und eben auf dem Acker, wo wir jetzt hier auch aufhören, kam eben das aus der Steinzeit, denke ich mir. Also Steinzeitexperte bin ich ja nicht, aber vielleicht könnt ihr ja zum Schluss das Ganze kommentieren, mir genau sagen, was es ist. Ihr werdet das hinterher sehen. Ich entschuldige mich jetzt schon mal im Voraus. Ich werde viele Sachen nicht so präparieren können, dass sie fertig sind. Ich werde es mal eben überwaschen, weil ich habe momentan echt viel zu tun mit unserem Eigentum. Ja, die mich kennen, wissen, was ich meine. Wir hatten da einen Balkonabsturz gehabt vor anderthalb Jahren und wir mussten 46 Balkone, ja, sanieren. Und es ist echt schwer, Zeit zu finden. Ja, zwischen dem ganzen Arbeiten, Training, ja, Urlaub. Ich habe ja auch noch eine Familie, die ich, ja, ich sag mal, wo ich mich ja auch mal sehen lassen muss und das machen muss. Ja, da fehlt natürlich die Zeit, um das eben zu machen. Ja, der Winter kommt. Da werde ich natürlich auch wieder wahres Rationsvideos machen. Aber ja, vorab erstmal kommen die Teile in Wasser. Was ja andere immer verneinen. Also ich habe schon Sachen, die liegen mehr als zwei Jahre drin, die gehen nicht kaputt. Also wie gesagt, lasst euch nicht von anderen Jack machen. Ihr könnt sie ruhig im Wasser tun. Weil, wenn es regnet, ist der Boden nass. Und was kommt von oben? Wasser. Also wie gesagt, lasst euch nicht bekloppt machen von Leuten, die absolut null Ahnung haben. Ich sag null, die haben ja keine Ahnung. Das ist noch weniger als null. Also wie gesagt, ich zeige euch jetzt erstmal die ganzen Schrottfunde, dass ihr seht, wir waren heute fleißig, also meine Schrottfunde. Die seht ihr jetzt hier. Ja gut, sind auch ein paar, ja. Ja, hier ein Heilienanhänger. Ich sag, um Gottes Willen, jetzt sage ich wieder Schrottfunde dazu und es werden wieder andere. Ein paar Stüber, denke ich mir mal, hier. Aber die kontrolliere ich zu Hause. Das ist jetzt erstmal die Schrottecke. Ja, also kam einiges zusammen. Jetzt kommen wir mal zur antiken Ecke oder zur römischen Ecke. Ja, wie gesagt, hier das Prunkstück heute. Ich sag mal, was heißt Prunkstück aus der Römerzeit? Der Lilienschlüssel, der wirklich noch relativ gut ist. Dann hier von der Schnellwaage. Es wird kein Zirkelstück sein, wenn jetzt andere aufschreien, ah, könnte ein Zirkelstück sein. Nein, wird es nicht sein. Dafür sind die Schenkel zu weit auseinander. Es wird von der Waage sein. Dann, wie gesagt, hier die Follies. Einer ist schon ziemlich gut geworden jetzt in dem Dösen hier, weil
ist ziemlich nass gewesen. Der zweite, da will ich jetzt nicht drüber rein, aber ich denke, der hat es hinter sich. Dann, ja, die kleine Bleiblombe. Und hier auf dem Acker, das habe ich auch noch gefunden, das wird hier von einem, ja, Riemen sein, ein Riemenbeschlag, das Ende. Ja, da habe ich aber leider die Kamera nicht dran angehabt. Ja, und natürlich hier das Prunkstück und absolute Highlight für den heutigen Tag. Ja, das Teil hier aus der Steinzeit. Was das ist. Also es wird aber kein Schleifstein sein. Das könnt ihr hier dran sehen, weil es sind alles Abschläge nach da. Wenn ein Schleifstein gewesen wäre, dann hätte man hier die Schleifspuren drauf. Ich denke mir mal, das ist ein Werkzeug gewesen aus der Steinzeit, was das auch immer war. Keine Ahnung. Das wird mir dann die Frau Todtlis sagen, wenn ich bei der Fundabgabe die Sachen abgebe. Die wird dann mir genaueres sagen. Oder ihr könnt mir sagen, zum Schluss noch, was es ist. Ja. Vorab bedanke ich mich jetzt schon mal bei den Leuten, die bis jetzt dabei geblieben sind und das Video bis zum Schluss angesehen haben. Ich habe mein Bestmögliches getan. Es ist nicht immer alles, ja, ich sag mal, Gold, was glänzend. Ich tue schon einiges, dass ihr unterhalten werdet, also mit den Funden. Also ich kenne mich gut aus, aber in letzter Zeit ist es echt mau geworden. Ja, das hat auch mehrere Gründe. Ich denke mir mal, das ist durch die Landwirtschaft, die Flüge nicht mehr, die grubbern viel. Und wenn ihr einen Acker habt, wo er schon, ich sag mal, 3-4 Mal drauf war und der wird nur gegrubbert, dann sucht ihr eigentlich nur noch die Oberflächenfunde ab. Und was dann vielleicht nochmal kommt als Funde, das sind die Funde, die dann hochkant standen oder bei Eisen lagen. Und dann hört es auf, wenn der nicht mehr gefunden wird. Das Problem haben wir hier auch in der Eifel. Und wie gesagt, es ist immer schwer, neue Äcker aufzutun. Lasst euch nicht bekloppt machen von anderen auch. Wie gesagt, die meinen, sie hätten immer sehr viel. Ich weiß, wovon ich rede, und da ist eben nicht so viel. Ja gut. Hier ist ein Hund, der pinkelt mir gerade kurz vor die Tasche. Fragt sich, woher er kommt. Da könnt ihr dann sehen. Ein Hund. Wir nehmen den jetzt gleich mit. Jetzt läuft er weg. Okay. Ja, wie gesagt, der Tag hat sein Ende gefunden. Ich bedanke mich, wie gesagt, nochmal bei den Leuten, die bis jetzt zugeschaut haben. Ich bedanke mich bei meinem Sponsor Jochen Reit.